Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, so schön es in der letzten Folge auch gewesen ist, so schrecklich sieht jetzt gerade hier die Umgebung aus. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat mit der bevorstehenden Aufgabe. Wie ihr seht, da sieht es auch nicht viel besser aus. Aber wir werden unser Bestes geben. Wir müssen einmal da hinten hin zum Grafen. Meine Freundin. Es tut mir leid, dass ihr Lerayas aufgewühlte Existenz beenden musstet. Das war unglücklich, aber notwendig. Und wenn wir Kluftspitze retten wollen, müssen wir uns an einer weiteren unglücklichen Tat beteiligen. Es ist Zeit, sich mit Baron Montclair auseinanderzusetzen. Seid ihr sicher, dass Baron Montclair hier ist? Montclair ist hier. Daran besteht kein Zweifel. Er wartet oben auf der Unheilsklippe, wo er irgendwie die alten Verteidigungsanlagen aktiviert hat, um uns den Weg zu versperren. Wir müssen diese Verteidigungsanlagen umgehen und dann Portale errichten, um unsere Truppen den Berg hinauf zu transportieren. Wie kann ich euch helfen? Das Buch, das wir in Lokrata entdeckt haben, enthält unter anderem Karten der Ruinen. Diese Karten zeigen zwei Portalkammern, die zur Spitze der Unheilklippe hinaufführen. Wenn ihr die erste Kammer erreichen und ein Portal öffnen könnt, dann können wir Truppen in Stellung bringen. Ich werde einen Weg finden, um die erste Portalkammer zu erreichen. Seid auf der Hut. Zusätzlich zu den alten Verteidigungen hat Montclair irgendwie die aileidischen Wächter erweckt, die diese Ruinen heimsuchen. Ihr müsst euch wahrscheinlich auch um sie kümmern, wenn ihr euch auf den Weg zur ersten Portalskammer macht. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor wir anfangen? Natürlich. Aber wir sollten diese Sache rasch vorantreiben. Ich fürchte, Baron Durell wird in seiner Hast, unbedingt irgendetwas erreichen zu wollen, noch mitten in eine Falle der Aileiden tappen. Warum nennt man diesen Ort Verhüllter Pass? Es ist eine recht neue Bezeichnung. Sie verweist auf den dichten Nebel, der immer wieder im Bergpass aufzieht. Doch meine Übersetzung des Texts verrät mir, dass dieser Ort einst eine bedeutende Stätte der Bildung und der Verehrung war. Jeden Tag fanden Prozessionen auf der Spitze der Unheilsklippe statt. Wie halten wir Baron Montclair auf? Der Lokrata-Text könnte uns Einsichten gewähren, die uns dabei helfen, mit Baron Montclair fertig zu werden. Ich muss nur noch meine Übersetzung fertigstellen. Das erfordert viel Sorgfalt und hohe Konzentration. Ich will keinen Fehler machen, der uns später teuer zu stehen kommt. Ihr hattet etwas über aktivierte Verteidigungsanlagen gesagt? Baron Montclair muss die uralten Schutzzauber ausgelöst haben. In vielen der Gänge gibt es Barrieren, die bei meinem letzten Besuch hier noch nicht existierten. Außerdem hat er anscheinend die Gebeine der uralten Aileiden gestört. Nun sind sie erwacht und unsere Anwesenheit weckt ihren Zorn. Okay, ich weiß noch, dass ich damals ein bisschen verzweifelt war, weil ich nicht ganz wusste, wie ich hier hinkomme. Aber das war, glaube ich, nur vom Weg her, wenn ich mich richtig erinnere. Ging das nicht hier rein? Doch, ich glaube, ja. Die Unheilsklippe haben wir entdeckt. Also nur mal kurz zur Info. Wir waren hier oben rechts in der letzten Folge. Dann bin ich hier den Weg bis zum Wasser geritten und bin im Endeffekt, ja, eigentlich mehr hier, im Endeffekt die Küste immer weiter entlang geritten und jetzt sind wir hier und ich sehe gerade, wir sollten aber mal eben den Wegschrein freilegen, weil falls wir nochmal hier hin müssen, was ich nicht glaube, jetzt im Let's Play zumindest nicht, sollten wir dann auch direkt hier hinporten können. So, jetzt muss ich mal schauen, da ist noch eine Scherbe. Die nehmen wir uns natürlich mit. Und es ist irgendwie wesentlich einfacher, hier durchzukommen, als ich es in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ich bin anscheinend falsch gelaufen. Das ist eindeutig der Haupteingang. Da sollten wir lang gehen. Diese Tür ist näher. Der Weg wäre kürzer. Vielleicht hätten wir es dann mit weniger Blutunholden zu tun. Ich würde mich lieber durch Feinde schlagen, die ich sehe, als blind in etwas hineinzutappen. Die Ruine könnte voller Fallen sein. Mein werter Baron, ihr habt die unschöne Angewohnheit, überhaupt nicht auf das zu hören, was ich sage. Ihr macht einfach, wie es euch gefällt. Wie immer. Ich bete zum Licht, dass wir den Willen und die Kraft haben, die Bedrohung von Baron Montclair zu beenden. Ich muss die erste Portalkammer erreichen. Ich glaube, die Tür in der Nähe führt auf die nächste Ebene dieser uralten Ruine. Das ist bestimmt sicherer als der Spießrutenlauf durch diese Skelette, den der Baron vorschlägt. Skordo ist schon drinnen, um den Weg auszukundschaften. Und was meint er?
Ich bin bereit. Nein, ich bin mehr als bereit. Die Zeit ist reif, Baron Montclair wie den verrückten Hund zu töten, zu dem er geworden ist. Ich muss die erste Portalkammer erreichen. Ja, ja. Ich bin mir des Plans des Grafen sehr wohl bewusst. Ich würde den direkten Weg empfehlen. Immer den Pfad hinauf und durch die Tür an seinem Ende. So ersparen wir uns das Herumschleichen in irgendwelchen Aeliden-Ruinen, wie es die Gräfin vorhat. Und unterwegs hat man klare Sicht auf jeden Feind. Also ich bin, glaube ich, immer geradeaus durchgelaufen, muss ich dazu sagen. Deswegen würde ich vielleicht gerne mal diese Tür hier nebenan probieren, weil ich selber keine Ahnung habe, was dahinter ist. Und es kommen trotzdem Gegner. Na toll. Aber Skordo ist hier, der könnte mir hier helfen. Ich schau mal eben, hier sind auch Spinnen. Höchste Zeit, ein paar Knochen knacken zu lassen. Bin ich auch für? Das war's. Wir müssen hier hoch, glaube ich. Nehme ich an. Moment, jetzt zeigt der. Doch, höher. Wir müssen, ja, doch, da denke ich mir mal ein bisschen rum. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich so viel besser ist als der andere Weg, ehrlich gesagt. Bei dem anderen Weg, meine ich, läuft man einfach nur geradeaus mehr oder weniger und, ja, tötet halt die Skelette. Aber das müssen wir hier auch machen, also... Deswegen, ich weiß nicht, ob der jetzt so viel besser ist. Klar, man hat hier immer wieder kleinere Grüppchen hintereinander. Für jemanden, der natürlich noch was kleiner ist, ist das Ganze... Okay, hier ist ein Schleier. Ist das Ganze vielleicht was einfacher? Was für eine seltsame Kammer. Schaut, da passiert etwas. Könnt ihr sie sehen? Die aileidischen Geister? Achtet darauf, zu welchen Platten sie gehen. Oh, ach, das war das. Nein. Ach, ich war doch mal hier drin. Eins, zwei... Drei... 4. 1, 2, 3, 4. Oh, nee, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2. Nein, der hat den falschen. Oh. 2. Ich mach das mal an hier. Jede Platte zeigt ein Sternbild. 3. Wenn wir es den Geistern nachmachen, können wir vielleicht die Barriere beseitigen, die uns den Weg versperrt. 4. 5. Ihr habt es geschafft. Die Barriere ist verschwunden. Jetzt können wir weiter nach der Portalkammer suchen. Ja, hattest du was anderes gedacht? anscheinend bin ich doch schon mal beide Wege entlang gelaufen. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, dass ich den anderen Weg auf jeden Fall auch schon gemacht habe. Aber egal. Ich glaube, hier kommen wir nämlich zum gleichen aus, oder? Wir wären sonst da hinten rausgekommen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen auf jeden Fall... Nein, das war die falsche. Ja, auf jeden Fall in die Richtung. Gehen wir mal hier hoch. So. Ich denke, das ist richtig. Da hoch, ne? Wenn ich das richtig sehe, ja. Oder runter. Und nicht hoch. Reicht das, wenn ich den Knopf drücke? Oder muss ich jetzt wieder so kompliziertes Memory-Rätsel machen? Oh. Hallöchen. Wo kommst du her? Ich wusste, dass ihr die Kammer finden und das Portal öffnen würdet. Ach, wir sind schon in der Kammer. Was soll ich als nächstes tun? Während unsere Truppen aus dem Portal kommen und draußen Stellung beziehen, müsst ihr euch euren Weg zur zweiten Portalkammer bahnen. Sobald ihr dieses Portal aktiviert, können wir die Truppen noch näher an die Spitze der Unheilsklippe heranbringen. Was geschieht dann? Wir sollten nichts überstürzen. Wir müssen der Reihe nach durch jede Tür, auf die wir stoßen. Fürs Erste müsst ihr die zweite Portalkammer erreichen. Aber eine Antwort bekomme ich nicht. Na toll. Okay, geht schon mal weiter. Die zweite Portalkammer sollte... Entschuldigung. Ich hatte schon gedrückt. Hier ist noch ein Buch. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit der Geschichte zusammenhängt. Normalerweise hängt es ja immer zusammen, aber manchmal liegen ja auch welche da rum, wo man denkt, okay, ich verstehe nicht, warum das damit zu tun haben soll.
Wo ist jetzt der Wegschrein? Der ist geradeaus, oder? Aua. Ja, genau hier. Das wäre mir persönlich nämlich ganz wichtig, dass wir den auch mal eben freischalten. So, nächste Portalkammer. Wir sind jetzt von da unten gekommen. Bastian, geh doch einfach mal aus dem Weg. Und wir müssen darum, ne? Wenn ich das richtig sehe. Müssen wir diesen Weg hier entlang. Ich wollte gerade noch sagen, wo sehr wenig Gegner sind. Und schon standen die ersten wieder um die Ecke. Haben auf mich gewartet. Kommen wir rein? Nee, hier. Hallöchen. Partysprengung. Immer zu ihren Diensten. So. Da können wir auch direkt hoch, ne? Ah, Basti, kümmer du dich mal um den. Ich geh schon mal weiter. Ey! Du Sau! Du solltest dich um den kümmern. Tuh. Ist einfach mitgelaufen. So, Moment. Da oben ist noch was. Zweite Kammer. Sehr schön. Ich denke mal, das Buch können wir uns auch danach holen. Hier. Noch eine Barriere, die uns den Weg versperrt. Schaut euch um. Vielleicht findet ihr heraus, wie man sie deaktiviert. Ach, ich kann mit der reden. Erwacht. Die langen Äonen der Stille sind endlich vorbei. Ich spreche in der groben Sprache unserer Diener, damit ihr mich verstehen könnt. Wissen ist der Schlüssel, der diese Tür öffnet. Und keiner kann hindurchgehen, der dieses Wissen nicht hat. Auf welches Wissen bezieht ihr euch? Auf das Wissen, über das ich spreche. Ihr müsst den Kreislauf der Zeit verstehen, um diese Kammer zu durchqueren. Sobald ihr euch bereit dafür fühlt, wird mein Rätsel beginnen. Ich bin bereit, euer Rätsel zu lösen. Sagt mir, was ist die Zeit der Morgenröte, der Geburt und des lebensspendenden Regens? Woher soll ich das wissen? Das erste war es offenbar nicht. Gut. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihr und dann schreibe ich die Antworten mal auf. Erwacht! Die langen Äonen der Stille sind endlich vorbei. Ich spreche in der groben Sprache unserer Diener. Ja, ja, ja. Sagt mir, was ist die Zeit der Morgenröte, der Geburt? Und die Zeit strömt vorwärts wie erquickendes, fließendes Wasser, das neues Leben und neue Verheißungen bringt. Ja, sagt mir euer nächstes Rätsel. Eine Zeit des Lichts und der Freude und des blühenden Wachstums. Kurze, heiße Nächte folgen auf lange, heiße Tage. Ich habe von den drei Wörtern noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt das Falsche auswähle, glaube ich, reden wir mal lieber mit denen drumherum. Ich sag mal das Letzte. Angalayond? Okay, war es nicht. Dann gehen wir mal kurz gucken. Ah ja, ach, das sind die Namen. Ah, okay. Angalayond ist tiefe Stille. Während die Welt stirbt, bevor sie neu geboren wird. Anga, das könnte Eisen bedeuten. Oder Kälte. Das meint wohl den Winter. Anga, Winter. Venaya Sil, die Zeit von Grün und Wachstum. Also, A ist Winter, W ist, ja, Sommer, nehme ich mal an. Die goldene Sonne? Nah dran, aber nicht perfekt. Ich schätze, dies bezieht sich auf den Sommer. Okay, Ernte und Schlachtensdunkelheit könnte, erinnert mich so an Oktober irgendwie, könnte der Herbst sein. Morilata, die Dämmerung vor der Nacht, das bezieht sich wahrscheinlich auf den Herbst. Ja, bin ich denn gut. Also A ist Winter, W Sommer, M Herbst, A Winter, W Sommer, M Herbst. Erwacht. Die lange, eine Zeit des Lichts und der Freude und des blühenden Wachstums. Kurze, heiße Nächte folgen auf. Der Kreislauf schreitet voran, während die goldene Sonne jeden langen Tag erfüllt. Okay. Alle Dinge finden ein Ende. Und so wie die Dämmerung vor der Nacht kommt, kommt dieser Zyklus auch vor den Ja, ich habe vergessen, wie sie jetzt hieß. Ich glaube, es war M, oder?
Murilata? Eine Zeit der Ernte, ja. Der Vorbereitung auf die Kälte, die die Welt erfüllt. Sagt mir euer nächstes Rätsel. Gebt mir die richtige Antwort, falls ihr wirklich passieren wollt. Was ist die Jahreszeit des ehernen Graus? Was ist der Zyklus, in dem die Welt für eine Zeit lang stirbt? Das war das Erste, oder, was wir angeguckt haben? Ich habe nur vergessen, was das war. Ich meine, das war irgendwas mit A, also Angalajund? Der letzte Zyklus. Okay. Wenn Wärme nur noch eine Erinnerung ist und die Wiedergeburt eine Ewigkeit entfernt scheint. Ich habe eure Rätsel gelöst. Werdet ihr uns jetzt vorbeilassen? Unsere Pflicht wurde getan. Wir hielten die Barriere bis zur rechten Zeit an Ort und Stelle, die ihr durch euer Verständnis für den Rhythmus der Zyklen herbeigeführt habt. Und wie diese Zyklen findet nun auch unsere Zeit ein Ende. Ihr dürft in Frieden passieren. Das finde ich doch super. Die Portalkammer sollte jetzt nicht mehr weit sein. Aber ich gucke nochmal eben ganz kurz, nur der Vollständigkeit. Ach, man kann jetzt die Namen nicht mehr lesen. Nein, da muss ich bei mir nochmal gucken. Also für euch, falls das jetzt zu schnell war, wir haben jetzt erstmal Lara Leis gesagt, dann dieses Veja irgendwas. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie es hieß. Morilata und Angalajend. Schwierige Wörter. Ah, okay. Wenn man so völlig unvorbereitet reingeht und gerade das Rätsel noch nicht als die Unheilsklippe Video gemacht direkt hat. Hinter dieser Kammer. Die Unheilsklippe und Baron Montclair. Also um das mal eben zu erklären, ich habe normalerweise ja die Rätsel immer gelöst als Video auf Alpha-Wölfin. Nur das Rätsel hier hatte ich jetzt noch nicht drin. Die dunkelste Dunkelheit könnt ihr euch gerne durchlesen. Möchte ich jetzt nicht machen, aber ihr könnt gerne mal eben stoppen und euch... Oh, die halbnackte Frauengestalt habe ich jetzt gerade gelesen. Worum geht's da bitte? Portalschalter. Einmal aktivieren. Kommt, kommt, meine Freunde. Na, war der Weg gut hier? Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhne, durchs Portal zu reisen. Einen Moment ist man hier und im nächsten dort. Das ist wirklich aufwühlend. Wie läuft die Schlacht, Baron? Besser, als ich gedacht hätte. Wir sind zwar auf etwas Widerstand getroffen, doch dank eurer Bemühungen konnten wir unsere Truppen schnell durch diese Todesfalle verlegen. Sind wir bereit, die Unheilsklippe anzugreifen? Das sollten wir sein, sobald wir alle durch das Portal gekommen sind. Warum schaut ihr nicht nach Graf Rabenwacht und seht nach, ob er bereit ist? Ich sage es ja nur ungern, aber sein Wissen war in dieser ganzen Angelegenheit von unschätzbarem Wert. Und er hat sich, das fällt mir jetzt gerade erst auf, er hat sich den anderen auch als Vampir offenbart, ne? Weil er läuft doch hier, läuft hier mit den roten Augen rum. Wieder einmal habt ihr die euch gestellte Aufgabe erfolgreich bewältigt. Gute Arbeit, meine Freundin. Ich glaube, alle sind hier. Der Pass gehört uns. Eine Schlacht ist gewonnen, doch der Krieg tobt weiter. Wir müssen das lichtlose Überbleibsel erreichen und es vernichten. Doch je näher wir diesem verfluchten Relikt kommen, desto verzweifelter wird Montclair werden. Seid ihr bereit, meine Freundin? Stürzen wir uns in die Schlacht? Und wir haben ein leerendes, zweihändiges Schwert erhalten. Ich fürchte, dass Montclair ein oder zwei Überraschungen für uns in der Unheilsklippe bereithält. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass es ein furchtbarer Fehler war, eine Armee hier hochzubringen. Ein Fehler? Wovon spricht ihr da? Macht euch darüber im Augenblick keine Gedanken. Wir müssen das lichtlose Überbleibsel erreichen und diesen Wahnsinn beenden. Sagt den Truppen, dass sie hier bleiben sollen. Sie müssen sicherstellen, dass kein Soldat der Montclairs uns hinauf zur Unheilsklippe folgen kann. Ihr habt uns all diese Truppen hier hochbringen lassen, nur damit sie Wache halten? Stellt meine Entscheidung nicht in Frage. Wenn meine Befehle nicht genau befolgt werden, wird Montclair uns besiegen und Kluftspitze ist verloren. Sprecht mit Gräfin Tamrit und Baron Dorel. Erzählt ihnen, was ich euch gesagt habe. Trefft mich danach an der Brücke, die zur Unheilsklippe führt. Nun gut, ich werde eure Befehle an Dorel und Tamrit weitergeben.
Ja, doch bevor wir dies tatsächlich tun, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Folge extrem überhand genommen hat. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.